Sind Sie nicht Rickys Mutter? Aus Texas? Die Bar gehörte Ricky. Jetzt Ihnen. Oh mein Gott, ich bin jetzt Besitzerin einer schwulen Bar. Und du vergisst es mir zu sagen? Es war überwältigend. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallo lieber Erik. Ja, hallo lieber Chris. Hallo lieber Erik. Völlig euphorisch hier. Dabei haben wir uns immer völlig euphorisch. Gefühlt hallo? Erst vorgestern gesehen. Also, wir haben Filme mitgebracht. In der Sneak Preview hatten wir den Kracher Stage Mother. Wow, ein Raunen geht durch die Bevölkerung, die Hörerinnen und Hörer, wow, was ist das? Also, Stage Mother war ja einer der getippten Filme und in Stage Mother geht es um Jackie Weaver, die spielt die Hauptrolle und die lebt in Texas mit ihrem Mann, alles sehr konservativ, halt Texas eben, ne, und so sehr, wie heißt das, der Bible Belt ist das doch, ne, in den USA. Und man erfährt so ein bisschen, dass sie ihren Sohn, also den sieht man auch am Anfang so auf der Bühne, der ist offensichtlich eine Drag Queen und wir sehen noch ganz kurz, dass er ja irgendwelche Tabletten nimmt und dann auf der Bühne umkippt und ja, dann, und Alkohol, ne? Ja, alles irgendwie durcheinander, so diese typische Amy Winehouse Mischung da und bricht dann zusammen und verstirbt da offensichtlich und es wird natürlich bei den Eltern erreicht die Nachricht, dass der Sohn verstorben ist und die Mutter will zur Beerdigung hingehen und der Vater, der offensichtlich mit dem Sohn schon lange gebrochen hat, will da nicht hingehen. Also die wohnen ja wie gesagt in Texas und das Ganze ist glaube ich in San Francisco, ne? Ja. Und da fährt sie dann, setzt sie sich irgendwie durch und fährt halt alleine hin und geht zu dem Begräbnis und da wird sie schon komisch angeguckt von den Freunden von ihrem Sohn, weil, ja, die wissen natürlich auch offensichtlich da, was da die Vorgeschichte so ist und dass die Mutter sich auch lange nicht, dass da lange Funkstille war zwischen ihr und ihrem Sohn und sie erfährt dann oder sie lernt dann den Freund ihres Sohnes kennen, gespielt von Adrien Grenier oder Grenier. Adrien! Der bei der Serie Entourage die tragende Rolle hat, der da den Schauspieler gespielt hat, um den sich da diese ganze Entourage geschart hat. Und hier hat er ja ein bisschen eine andere Rolle, also er spielt ja hier einen Schwulen quasi, dessen Freund verstorben ist und ja, da ein bisschen mitgenommen ist und offensichtlich hat er auch Anteile an dieser Bar, aber aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr ganz weiß, war es irgendwie so, dass die kompletten Anteile auf den verstorbenen Sohn von der Frau quasi überschrieben waren. Hatte irgendwas mit, ich glaube, mit einem Mietvertrag irgendwas zu tun, irgendwas war da. Sodass eigentlich sein Freund, der jetzt noch lebt, der hat jetzt überhaupt keinen Zugriff auf diese Schwulenbar, auf diese Drag-Bar. Und es gehört quasi alles der Mutter. Sie hat das geerbt als direkte Angehörige ersten Grades. Deswegen, liebe Leute, auch wenn ihr jünger seid, vielleicht liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schreibt das mal nieder, wem was gehören soll. Ne, ist ganz wichtig. Sonst, nee, kein Spaß. Auch so Patientenverfügung. Lieber rechtzeitig machen, weil wenn es dann einmal irgendwo, es geht schnell mal irgendwo. Lieber zu früh als zu spät. Dann, genau. Also, die Mutter erbt dann quasi diese Bar, diese erzkonservative Mutter und sie weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll. Sie will es erst verkaufen, aber momentan läuft die irgendwie schlecht und da kann sie es gar nicht irgendwo anbringen, hat sie das Gefühl. Und sie will dann erstmal testen, wie die Bar läuft. Und sie hat selber in Texas so einen Kirchenchor geleitet, deswegen weiß sie, wie man so einen Chor dirigiert und wie man Leuten ein bisschen so das Singen beibringt. Und weil die alle immer Playback gesungen haben, die Drags in der Bar, versucht sie dann, die zu überreden, dass sie dann doch mal in echt singen, weil das ja auch ein Alleinstellungsmerkmal wäre gegenüber diesen ganzen anderen Bars, wo da irgendwelche quasi Karaoke singen. Und ja, man kann sich schon ein bisschen denken, also das hat dann irgendwie Erfolg, diese Geschichte. Und es schwelt natürlich immer noch der Konflikt mit dem Freund ihres verstorbenen Sohnes und der Konflikt mit ihrem Ehemann, der ja zu Hause geblieben ist in Texas, der dann auch irgendwann erscheint und da Drama bringt. Also war immer so, jedes Mal, wenn die Szene
eine Szene zu Ende war und es war irgendwie eine neue Aufblende, kam irgendein Drama. Konnte man damit rechnen. Irgendein Drama kam, irgendwas ist passiert, irgendjemand hat geheult, hat sie angerufen, um Hilfe gebeten, irgendwo abgeholt werden müssen. Es war immer Drama. Drama, Drama, Drama. Ja, irgendwie, ja. Und ja, das, ach, ich weiß auch nicht. Musikmäßig war es auch nicht so meins. Also, ich hatte eigentlich, ich mag ja solche Geschichten so vom Zero to Hero, ne? Also wenn da so eine abgefuckte Bar ist und irgendwie kommt da jemand hin und rockt das richtig und es wird erfolgreich oder so. Ah, das hätte mir gut gefallen, aber das hat mir nicht gefallen. Das war irgendwie fast nicht gemerkt. Also. Das war irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht. Es hat jetzt nicht mal was mit dem Thema an sich zu tun, wobei ich immer da, ich habe da immer so die Befürchtung, dass wenn jemand, der wirklich so in dieser Szene ist, der sich damit identifizieren kann, dass er oder sie dann vielleicht sagt, oh Gott, ey, das ist ja völlig falsch, das ist ja so Hollywood-mäßig so völlig falsch dargestellt und man weiß halt nicht, ne? Ja. Der aus Renning hat auch nichts gesagt, der ist da wahrscheinlich näher dran an dem Thema. Kleiner Insider-Witz. Ja, für die in die Sneak gehen in Stuttgart. Ja, ansonsten, ach, auch so das Spiel war auch alles ein bisschen hölzern, vor allem ihr Mann dann auch und sie auch. Es waren nur manchmal sehr süße und herzerweichende Szenen drin, aber das hat irgendwie nicht gereicht. Da war dann so gekünsteltes Drama, was da irgendwo, ach, da musste da auch noch jemand irgendwie Probleme mit Drogen haben und dann redet sie einmal mit dem und plötzlich sind die Probleme weg. Also so läuft's, ne, in Amerika. So stellt man sich das vor, als konservative Texanerin. Einmal ein Gespräch, einmal sagen, ey, das Leben ist schön, du brauchst keine Drogen. Alles klar, ich lasse es sein und zack, sofort weg von der Droge. So einfach ist ja nicht. Ja. Also es so wurde es aber, sehr, so wurde es gezeigt. So wurde es gezeigt im Nein, Film. So wurde es auch nicht gezeigt, weil sie war ja, also Jackie Weaver als Maybelline, wie war das, eine Drag Queen würde töten für diesen Vornamen. Die ist ja bei dem einen hin auch und hat gesagt so, hey, jetzt gibst du mir all deine Drogen und bla 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 und ist dann auch die ganze Nacht über bei ihm geblieben, nicht, dass er da noch irgendeinen Scheiß macht. Also sie hat auch Präsenz gezeigt, das ist ja noch ganz anders nochmal. Also es ist schon mal eine andere Hausnummer und ja, aber ansonsten waren es halt so wirklich immer so kleine Sachen wie so, ja, du musst dich deinen Problemen stellen. Ja, geh doch mal dorthin. Ja, Drogen sind schlecht. Ja, Drogen und Alkohol sind noch schlechter. Ja, Alkohol ist schlecht. Und irgend so eine Mutter, die auch mit ihrem Sohn gebrochen hat, weil der da, ja, weißt du, einmal mit der Mutter reden, zack, sie kommt hin und ist völlig verzaubert und alles ist wieder gut. Und Das ist dieser große Kreditpunkt. Also du hast ja völlig richtig gesagt, das ist so von einem Drama ins nächste Drama und Drama, 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 Drama. Aber die Dramen immer relativ schnell und problemlos gelöst. Und das fand ich dann doch ein bisschen unglaubwürdig, dass alles so, ha, heile Welt. Und aber ansonsten muss ich echt sagen, ich fand den Film schon irgendwie süß. Ich fand ihn ein bisschen hölzern gespielt. Also es war manche Szenen, ich fand ihn auch ganz komisch geschnitten. Ja, das stimmt. Manchmal blieb noch die Kamera in irgendeiner Szene. Da dachte so, okay, sagt ihr jetzt noch was? Mit einmal Cut. Kam die nächste Szene. Ja, eben. Weil da habe ich teilweise auch nicht verstanden, wie die zusammenpassen. Hast du so gewartet, dass da, also so richtig wie irgendjemand sagt so seinen Text und wartet dann so, bis irgendjemand Cut sagt und das ist einfach viel zu lang drin gelassen, dieses Ende, wo nichts passiert und so. Das war mir ganz seltsam manchmal. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, war ein bisschen. Das hat ein bisschen geknirscht, ein bisschen arg teilweise. Und spielt der ganze Film mehr oder weniger an zwei Locations oder ja, ich sag mal drei. Einmal das Haus, wo in Texas ja, das Haus, wo in Texas, dann, dann quasi diese Bar und dann haben sie noch so ein paar Settings und das hast du gemerkt, jedes Mal die Wohnung, das war eigentlich immer die gleiche Wohnung, die hatten sie bloß immer ein bisschen anders dekoriert. Das war irgendwie in dem Set war das eine Zimmer. Und das haben sie immer mal so ein bisschen von der anderen Seite gefilmt, aber es war letzten Endes immer dasselbe. Also das war, da hing immer dasselbe hinten dran und das. Aber gut. Ich habe übrigens die Rolle von Lucy Liu nicht so ganz verstanden. Sie war die. Ah, das war auch völlig unnötig, genau. Bühnenbildnerin, oder? Mit dem Baby.
ja, was heißt Bühnenbildnerin? Die hat irgendwie in einem Strukturvertrieb irgendwelche Lippenstifte vertickt, war ja auch noch, ne? Wahrscheinlich für irgend so ein, weiß nicht, da gibt es ja so Strukturvertriebe, so wie Amway oder Kirby oder wie sie alle heißen, ne? Irgendwie sowas. Ja. Und dann irgendwie war arbeitslos. Dann hat sie zwar den ihre Sachen genäht, aber hat ja irgendwie nichts dafür. Ach, es war ganz seltsam. Und dann hat sie auch die Geschichte mit dem Typen, den sie damit teilen. Das war sowas von unnötig. Das hätte man rauslassen können, die Szene. Echt strange. Da war auch nur wieder um irgendwelches Drama. So, ja, da geht's rein mit ihrer Knarre und Ja, aber auch das mit der Knarre fand ich dann mega albern, weil der Typ, also dann raus, sie hält die Knarre auf ihn, steht in der Türe, will, dass er geht, er drückt sich an der Türe an ihr vorbei, sie nimmt die Pistole hoch. Also, wenn ich sie überwältigen wollen. Brauchst nur von unten dranhauen. Ah ja, also, sorry, das wäre gleich gewesen. Das fand ich ein bisschen auch so eine Szene, wo ich dann gedacht habe, okay. Da waren ja eben so viele solche Szenen drin, die unnötig waren, aber der Film an sich ging ja auch nicht sehr lange, also irgendwie haben sie die ja auch gebraucht, damit er ein bisschen Futter hat, der Film, sonst wäre der viel zu kurz geworden, ne? Ja, klar. Aber ja, die Idee hätte schon gut sein, er hat sich einfach verzettelt, da waren einfach zu viele Probleme und da hat er mit dem noch ein Problem aufgemacht. Wenn er sich lieber fokussiert hätte, ist ja okay, was sind denn so die prinzipiellen Probleme, die jemand hat, der jetzt plötzlich für sich erkennt, okay, ich stecke im falschen Körper, ja, was bedeutet das, ja, was kann das auslösen, das ist ja vielfach so, die meisten, denke ich mal, also aus meinen Erfahrungswerten, was man so hört, ist ja so, die gehen ja gar nicht dann so offen damit um, sondern die versuchen es dann erstmal eher so versteckt, also nicht wie hier im Film, und viele, die kommen halt damit überhaupt nicht klar und landen dann vielleicht auch irgendwann im Suizid oder so, also sowas hat ja der Film, solche schweren Themen hat er ja gar nicht thematisiert, ja. Und das wurde halt alles auch viel zu leicht gelöst. Ist halt die Frage, würde das denn vielleicht jemandem wenigstens gefallen, der so in dieser Szene drin ist, ja? Der sich damit irgendwie identifizieren kann. Und da habe ich immer so meine Zweifel. Weil ich glaube, das ist so überkandidelt Hollywood-mäßig dargestellt, sodass jemand, der da vielleicht der Szene eher nahe steht, dann vielleicht sagt, um Gottes Willen, ey, das ist ja wieder völlig der Hollywood-Blick der Dinge auf sowas. Und ja. Ah ja, aber gut, in Ermangelung von anderen Filmen kann man halt sowas mal zeigen, ja. Ja. Stage Mother. Also von mir kriegt er nur 5 Punkte, der Film. Also das. Ich gebe ihm tatsächlich 6 Punkte, weil er war schon süß und es war schon ganz nett und er hat keinem wieder mal wehgetan. Es war halt ein bisschen anderes Setting diesmal und ich fand das am Ende, fand ich ganz cool gemacht. Den Schluss, der große Auftritt am Ende. Das Bollywood-Ende. Dein, ja, das Pseudo-Bollywood war ja jetzt nicht wirklich Bollywood, aber fand ich sehr cool, das hat mir gefallen. Ja, ich glaube, da bei dem Film hat auch, denke ich mal, ein bisschen Budget gefehlt, sonst hätte man auch mit der Location oder sowas auch viel mehr machen können, mit San Francisco oder irgendwas. Ah ja. Ja, ist wie es ist. Auch so diese Nebenstory mit, wo sie den Hoteltypen da kennenlernt. Und dann geht sie natürlich mit ihrem Mann ausgerechnet in das Hotel zum Essen, ne? Also. Naja, egal. Immer schon hier. Ich habe nämlich hier bei der Abstimmung auf Metropolsneak in der Facebook-Gruppe, habe ich nämlich gesehen, bei 5 Punkten steht nämlich was daneben, mittelmäßig. Da habe ich gedacht, ja, ich fand den Film mittelmäßig. Also da habe ich gedacht, okay, ich gebe mal genau diese 5 Punkte. Es hat nur einer hat 0 Punkte gegeben. Ein paar Leute haben 3 Punkte gegeben. Ansonsten 6, 7, 8, 9 sogar dabei. Ja, also Ausreißer nach oben und nach unten. Ja, aber ja, ich weiß auch nicht. Aha. Okay, ich hab nur gerade jemanden entdeckt hier, aber der hier auch abgestimmt hat, wusste ich gar nicht, dass der auch in die Sneak geht noch. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Tipp für, jetzt kann ich ja nicht sagen für morgen, sondern für nächsten Montag? Du wirktest gerade echt schockiert. Erzähl ich dir nachher mal. Okay, der Tipp für die nächste Sneak, das wäre die dann am 24.08. Und da lautet der Tipp für die Sneak 1055, Facetten der Liebe. Und da sind bis jetzt genau 2 Tipps eingegangen. Einer von mir, den habe ich noch in der Sneak getippt, oder als der Chris gerade den Tipp gesagt hat, das ist nämlich Love Cut. Das ist ein Episodenfilm, in dem es um die Liebe geht, in verschiedenen, ja, in verschiedenen Beziehungsarten und so. Ich glaube, das spielt in Wien, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte da irgendwann mal den Trailer gesehen. Hab mir auch mit verlinkt, den Trailer, also könnt ihr gerne angucken. Und der Martin
aus dem Light Cinemas in Halle, der hat Love Sarah getippt. Liebe ist die wichtigste Zutat. Aber so von der Art her, Facetten der Liebe, könnte es schon so ein Episodenfilm sein, in dem sich es in einzelnen Geschichten um Liebe dreht. Finde ich eher naheliegend. Also ich favorisiere diesmal meinen persönlichen Tipp. Und bin mal gespannt. Also ich bin ja nicht da dann, aber du gehst ja und kannst da die Fahne bist hochhalten. Bist du safe nicht da? Ich bin nicht da. Ja. Wie safe nicht da? Was meinst du? Ja, also Urlaub hin oder her, aber es kann ja auch sein, dass Urlaub nicht ist, oder? Ach so, ja, ne, wir checken bis zur Abreise, ob es okay ist. Und ja, wenn es okay ist, dann fahren wir, und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, jo, das meine ich ja. Genau, nee, weil sonst darf ich auch nicht wegen Lohnfortzahlungen. So kriege ich ja alles nicht, wenn. Und ich will es auch nicht riskieren, ehrlich gesagt, weil die Leute, die wir treffen, die gehören dann auch zur Risikogruppe und so. Nicht, dass wir da denen irgendwas anhängen. Ja. Okay, ja, also alle, die in die Sneak gehen in Stuttgart, wünsche ich euch viel Spaß, dass da irgendwas Cooles kommt. Und in den nächsten 2 Wochen auch, also nächste Woche gibt es dann keine Sendung, da hört ihr auch keine Tipps. Dann schaut bitte in die Metropol-Sneak Facebook-Gruppe, da wird der Chris dann auch posten, wie der Tipp lautet. Vielleicht mache ich eine eigene Kinosendung jetzt, so. Kannst du auch machen, aber die kriegst du hier wahrscheinlich nicht in den Feed rein, oder? Obwohl, ihr habt ja Zugang hier zur Seite, also eigentlich geht's ja, ne? Vielleicht hacke ich dich. Nee, ihr habt doch schon Zugang, brauchst du nicht mal hacken. Ihr habt ja Zugang, also du könntest theoretisch ja, sogar, wenn du wolltest. Allerdings läuft hier noch eine alte Version von Podpress drauf, weil ich mich nicht traue, auf Podlove umzustellen, weil ich da ein bisschen Angst habe vor irgendwelchen Sachen, die ich mir da eintrete, und ich habe keinen Bock, da irgendwie 630 Folgen zu editieren. Verständlicherweise. Ja. Kommen wir mal zu den weiteren gesehenen Filmen. Heimkino. Ich habe im Heimkino einen Film angeschaut, den ich eigentlich schon länger mal schauen wollte. Und zwar handelt es sich hier um Mord im Orient Express. Und zwar die Neuverfilmung von 2017. Mit Daisy Ridley. Von und mit Kenneth Branagh. Ja, und Daisy Ridley und Johnny Depp und ja, vielen, vielen anderen bekannten Leuten. Tom Bateman, Josh Gad und so weiter. Ich erinnere mich, dass wir den in der Sendung hatten. Olivia Colman, Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer, William Dafoe. Weil ich habe den besprochen. Ja? Ach, du hast den besprochen? Ja. Okay, dann brauche ich jetzt nicht so weit ausholen. Ich habe den Bus deswegen geschaut, weil wir auch eine Mail bekommen haben von dem Filmverleiher, dass nämlich bald der quasi der nächste Teil dieser Reihe rauskommt. Der heißt dann nämlich Tod auf dem Nil. Also die nächste Hercule Poirot-Verfilmung, wo es darum geht, dass ein Mord auf so einem Nildampfer aufgeklärt werden muss und auch wieder von und mit Kenneth Branagh. Und deswegen habe ich gedacht, okay, da ist ja jetzt gute Zeit, mal Mord im Orient Express zu gucken, den ich mir irgendwann mal aufgenommen hatte. Und wenn der Chris das schon erläutert hat, aber ich glaube, es ist schon eine Weile her, oder? Das muss doch schon... Ja, ist, glaube ich, ewig her. Ich suche gerade nebenher. Aber es ist ja, auch kurz zusammengefasst eigentlich. Also, ja, mach mal. Es basiert ja auf dem Agatha Christie-Detektivroman über Hercule Poirot, ein bekannter belgischer Detektiv, der weltweit Fälle löst mit einer unglaublichen Kombinationsgabe, so ähnlich so wie Sherlock Holmes, aber nicht ganz so, ja, nicht ganz so introvertiert, sondern hier ist halt so, er hat gerade einen Fall gelöst und steigt in den Orient Express, weil er wieder woanders hinfahren soll, um dort seinen nächsten Fall zu lösen. Und der Orient Express, der bleibt irgendwo mitten im Nirgendwo stehen, auf so einer Brücke, so alles verschneite Berge rundherum. Und es passiert dort ein Mord in diesem Schlafwagen. Und ja, Hercule Poirot, also sind natürlich froh, dass ein Ermittler an Bord ist, und macht sich dann halt gleich auf die Suche, mit den Leuten allen zu sprechen. Und das ist halt ein sehr dialoggetriebener Film, also wie auch schon es gab ja schon diverse Verfilmungen von Mord im Orient Express, und wie auch in der Verfilmung, die ich noch in Erinnerung habe, da war es halt auch so, dass damals sehr viele bekannte Darsteller mitgespielt haben, also zur damaligen Zeit, ich habe es mir gerade mal aufgerufen hier. Also gedreht war das Ganze damals von Sidney Lumet, also ein bekannter Regisseur zur damaligen Zeit. Da waren damals Albert Finney, Lauren Bacall mit dabei, Ingrid Bergman, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery war mit dabei,
Anthony Perkins, den man vielleicht aus Psycho kennt, der den Typ gespielt hat, Vanessa Redgrave und so weiter, Richard Widmark und also das Who is Who das der damaligen Schauspielergilde. Und so hat man auch hier bei der Neuverfilmung wirklich ganz oben ins Regal gegriffen. Ich hatte ja vorhin schon die Namen vorgelesen. Und auch so, jeder bringt da so seine eigenen Geschichten mit in diesen Zug. Jeder hat so seine Vorgeschichte und das wird halt in Gesprächen so aufgelöst. Und Hercule Poirot durchschaut halt auch relativ zügig dann auch, wer lügt oder wo irgendwie was anderes dran steckt oder erkennt halt auch, wenn jemand andere Motive hatte und macht sich dann halt an die Auflösung des Falles. Ich weiß gar nicht, was hast du damals so gesagt? Ich habe jetzt die ganze Zeit vergeblich den Film irgendwie zum Sendungsarchiv geschaut, gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Ich gehe mal über die Suchmaske, erzähl mal, du vielleicht kannst dich was dich noch dran erinnern kannst. So. Ja, irritiert mich jetzt, aber ich fand ihn sehr cool eigentlich, weil die Geschichte ist halt, ja, nicht neu, die kennt man schon, aber ich fand es cool umgesetzt, weil halt auch stark besetzt und da merkst du teilweise auch dann, dass da Leute dabei sind, die einfach schauspielerisch gut sind, richtig gut sind und hat mir da sehr, sehr gefallen. Ich fand Daisy Ridley leider ein bisschen blass in dem Film, aber okay, ist trotzdem nette junge Dame. Und ja, ich freue mich da jetzt, dass da ein zweiter Teil kommt oder eine Fortsetzung quasi kommt. Ich finde es übrigens auch nicht. Vielleicht haben wir da irgendwie off-topic mal drüber geredet oder ist nicht erfasst als Hauptfilm. Aber ich bin der Meinung, dass ich damit, dass Kate da auch drüber gesprochen hat. Deswegen. Komisch. Ich habe jetzt hier auch über die Suchmaske. Ja, wer weiß. Ja, mich hat er nicht ganz so mitgerissen wie damals, als ich den anderen gesehen habe, weil ich kann mich erinnern, da war es halt wirklich so. Wer war das jetzt? Ne? Das war so richtig dieses Rätselspiel und da war so gefühlt irgendwie jeder konnte es gewesen sein. Und jeder hat auch verdammt gut gespielt. Und das konnte ich leider hier nicht bestätigen, dass jeder richtig, richtig wahnsinnig das Beste abgerufen hat in dem Film. Und die Auflösung fand ich dann auch ein bisschen sehr dubios. Moment. Ich habe nicht gesagt, jeder hat das Beste abgerufen. Ich habe gesagt, die haben gut gespielt. Ja, nee, ich meine nur, für mich war es so. Also, ich habe nicht gesagt, oh mein Gott, guck da rein. Weil da haben eigentlich 5 Leute mitgespielt, die einen Oscar dafür verdient hätten. Da habe ich nicht gesagt. Das war jetzt auch nicht in Bezug auf dich. Das war das war in Bezug auf die alte Verfilmung. Da war es halt wirklich so, die haben sich wirklich die Seele aus dem Leib gespielt. Und das war halt teilweise auch ein bisschen theatralisch, also theatermäßig so inszeniert. Und da war es wirklich so, da hat wirklich jeder versucht, sich so nach vorne zu spielen. Und jeder wollte da richtig nach vorne. Und ja, das. Ich konnte mich daran erinnern, so dieses Miträtseln, wer ist es jetzt gewesen? Hier war es irgendwie so, irgendwie konnte es gefühlt jeder gewesen sein. Aber so, dass ich halt ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr, was der jetzt, ja, der könnte es gewesen. Bei dem anderen, bei dem alten war es halt so, man hat halt wirklich gedacht, so, okay, der war es, da bin ich mir ganz sicher, der war es. Und dann kam wieder ein Gespräch mit jemand anderem, wo du dachtest, na, vielleicht war das der doch nicht, vielleicht könnte es der gewesen. Also ein tiefer gehendes Miträtseln, fand ich. Während hier war alles irgendwie ein bisschen schwammig. So diese, das war halt so, denke ich mal, so eine Drehbuchsache. Man hätte es irgendwie anders schreiben müssen, den Leuten andere Dialoge in den Mund legen. Vielleicht war es so ein Thema von der Synchro. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Da gibt es ja auch den William Dafoe spielt, der irgendwie mit österreichischem Akzent sprechen soll und dann switcht er irgendwie und auf Deutsch und irgendwas und das kommt natürlich auf Deutsch jetzt überhaupt nicht gut rüber. Ja, also von mir kriegt der Mord im Orient Express 6,5. Tod auf dem Nil würde ich trotzdem einen Blick riskieren. Ins Kino werde ich dafür nicht gehen, aber vielleicht läuft er ja in der Sneak. Ich mag eigentlich so diese Hercule Poirot-Verfilmung. Ja. No? Deswegen fand ich ganz cool. Jo. Und vielleicht finden wir auch noch raus, wann das war, weil wir drüber geredet haben schon. Und jetzt gucken wir erstmal, was nächste Woche hier anläuft. Und ja, bei den Charts müssen wir schauen, ob wir da schon was haben. Kinocharts und Neustarts. Haben wir eigentlich was bei den Charts hier? Naja, ein bisschen was. Platz 5, The Witch Next Door. Finde ich immer noch großartig, der Titel eigentlich. The Bitch Jeder, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt, weiß ganz genau, was gemeint ist. The Bitch Next Door.
Ja, und dann der nächste. Hast du das mitgekriegt eigentlich, dieses Video, was die da, da gab es gestern, habe ich geguckt, in Nachrichten kam das irgendwie, dass jetzt gerade so viele Videos kursieren von Leuten, die andere Leute aufgenommen haben, irgendwie bei irgendwelchen sexuellen Tätigkeiten, haben so gebracht hier von irgendwelchen Videokonferenzen und so. Kam ein ganz, das hast du mir geschickt. Ja, das und da kam gestern noch was anderes. Die haben da von gegenüber, da ist so ein Rentnerpärchen, die haben mit einmal losgelegt. Na, da hast du nur gehört, aber übelst. Ah ja, okay, also. Also was ich zuletzt gehört habe, als ich nachts im Hund draußen war, war Schnarchen. So, auf Platz 4, der letzte Mieter. Dann kommt Scooby auf Platz 3. Auf Platz 2, I Still Believe. Irgendwie sieht das Poster so ein bisschen aus wie diese, wie ist der nicht, After Love? Nee, wie ist der? Der mit dem Bad Guy, ja genau, ja, After Passion. Sozusagen After Passion, okay. Und Platz 1, ein Film, der nennt sich Die Rüden. 4 verurteilte Gewaltstraftäter, 3 hochgradig bissige Hunde und eine Frau, die bereit ist, in den Kampf zu ziehen gegen hilflose Institutionen. Okay. Doch. Deutsches Gangsterdrama. Klingt doch vernünftig. Und was läuft denn da an? Am 27. August der See der... Achso, machen wir Kino.de. Da kommt die Blechtrommel. Ja, ich denke, aber da kommt hier als erstes die Blechtrommel. Also ja, das ist eine Wiederaufführung. Wiederaufführung, genau. Volker Schlöndorff-Film. Der, Oscar, hat einen Oscar gewonnen damals, ne, für besten ausländischen Film. Die Boonies, eine bärenstarke Zeitreise. Animationsabenteuer, das 2 Bärenbrüder und einen Holzfäller in die Steinzeit schickt. Die chinesische Produktion nach einer erfolgreichen Serie, die auch hierzulande zu sehen ist, kombiniert Elemente aus Ice Age und Kung Fu Panda. Die turbulente Geschichte um Freundschaft und Mut bietet Action und jede Menge Humor für ein Familienpublikum. Animations- und Zeichentrickfilm. Ich habe von der Serie noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber der Originaltitel ist Xiong Chu Mo Yuang Shi Shi Dai. Von dem gut. Film. Hast du gut ausgesprochen. Und gedreht von Leon Ding. Also mein Mandarin ist ein bisschen eingerostet, aber es klang ganz gut, ja. Gedreht von Leon Ding. Ich spiele nochmal Ding Dong. Darauf war wieder. Genau. Ich weiß nicht so recht, ob das Mandarin ist. Ich denke, es ist eher chinesisch. Ja. Ich denke eher, es ist eine chinesische Serie. Ach, deswegen habe ich dich nicht verstanden. Ja, das kann sein. Ja. Das, vielleicht habe ich da. Ja, was haben wir denn noch? Das ist ein Doku. Nee, Musikfilm. David Garrett. Das ist wahrscheinlich eher so eine Übertragung von irgendwas, ne? Yalda. Ja. Drama. Yalda. Um eine des Mordes an ihrem Ehemann verurteilte Iranerin, die Chance erhält, in einer Reality-Show um Vergebung zu bitten. Na, das ist ja bestimmt auch nicht gerade so. Das klingt auch nach einem totalen Feel-Good-Movie. Dann auch wieder im Kino Comedian Harmonists, wird auch nochmal aufgeführt. Der war schön. Ich lese gerade die Geschichte hier von dieser, wie die das in der Sendung machen will. Aber... Ja, ich dachte, ich wollte halt gucken, ob das so eine Art wie Running Man ist, also so eine TV-Show, wo sie um ihr Leben kämpfen kann oder sowas, aber das ist wohl eher irgendwie so eine Art sowas anderes. Also, was haben wir noch? Still Here, ein Drama über einen Vater, dessen Tochter plötzlich verschwindet und er gemeinsam mit einem Journalisten nach ihr sucht. Mit Johnny Whitworth, Maurice McRae und Afton Williamson. Okay. Aus den USA. Das ist, glaube ich, auch sowas, was normalerweise so Direct-to-DVD gegangen wäre, aber jetzt durch die Lücke im Kino bekommt das auch eine Chance. Ja, und dann kommt der Film, der ziemlich sicher in der Sneak laufen wird, Love Cut, Liebe, Sex und Sehnsucht. Jugenddrama aus Österreich in der Tradition von Larry Clarks Kids. Oh, nee. Mit Sarah Todt, Karim Abdelhamid, Luca von Schrader, Max Küss. Kids, da fällt mir nur noch eine Szene ein. See der wilden Gänse. Neuer Thriller des Goldener Bär-Gewinners von 2014, dem der Anführer einer Biker-Gang auf der Flucht für seine Familie alles riskiert. In dem, Entschuldigung. Okay. Dann haben wir noch The Fair, aber... Aber der Film, See der wilden... Finde ich nichts so, aber... Ab 26.8. Ne? Tenet. Ah, ich sehe gerade, hier dieser See der wilden Gänse. Das ist ein
aus China mit Frankreich co-produziert, ein Gangsterfilm in einer rivalisierenden Bande in Wuhan, Achtung, kommt es zu einer verhängnisvollen Konfrontation, im Zuge derer ein Polizist ums Leben kommt. Daraufhin befindet sich der Kriminelle auf der Flucht. Im Katz-und-Maus-Spiel kommen sich nicht nur die Gesetzeshüter näher, auch seine ehemaligen Gangmitglieder wollen ihren einzigen Mitstreiter in die Finger bekommen. Unterdessen lernt der Flüchtige eine Frau kennen, die für die Rückerlangung ihrer Freiheit bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen. Gemeinsam versuchen sie, die brenzliche Situation zu bewältigen. Ja. Klingt auch nicht mal so schlecht. Klingt ein bisschen interessant schon. Ja, aber Tenet kommt. Ja, Tenet steht aber hier nicht drin. Steht The Fair. Ja, Tenet läuft ja auch am 26. schon ab. The Fair, da bin ich nicht da. Gucke ich auf Französisch. Ja, das ist natürlich ein Fehler. Man kann schon Tickets kaufen für die Innenstadtkinos. Und wenn man schaut, die machen auch, soweit ich es weiß, das Gloria dafür auf. Also richtig, richtig Drama-Baby. Geil. Ja, ja. Und läuft 14 Uhr. Läuft am Mittwoch, ja, vielen Dank, danke. Läuft am Mittwoch schon um 12.45 Uhr läuft schon die erste Vorstellung bei uns hier in Stuttgart. Bin ich nicht da. Und läuft, glaube ich, sogar auch in der Originalversion. Ja, die haben es im Metropol, läuft es im Original auch zweimal am Tag. Dürfen also, die das? Dürfen was? Die das? Weil es hat auch geheißen, da gibt es nur frei, wenn es nicht im Original gezeigt wird, damit nicht irgendjemand eine Kopie. Ich nicht, aber hier steht Originalversion, deswegen. Weil die wollen ja extra das später verwerten in den englischsprachigen Ländern, was ein großer Teil der Welt ist. Auch, ja, aber trotzdem, also Tenet könnte mich tatsächlich auch ins Kino bewegen dann. Ja, definitiv. Also wenn ich da wäre, wäre ich sofort drin. Also da wäre ich quasi am Release-Tag wäre ich drin. Aber, ja, am Release-Tag wahrscheinlich noch nicht, aber ich gucke halt mal. Aber es gibt ja auch dort ein Kino in Bayern, gibt es auch eins und da werde ich mal gucken, ob der da in OV läuft und ansonsten, ja, Französisch mit englischen Untertiteln vielleicht auch. Zur Not. Ja. Aber das ist ja bestimmt, obwohl ich glaube, nee, da muss man viel verstehen, glaube ich. Also ich glaube, man sollte es schon auf Englisch gucken oder vielleicht sogar besser auf Deutsch erstmal, weil wenn das wieder so eine verzwickte Geschichte ist, was ja bei Dings hier bei Christopher Nolan durchaus üblich ist, dann sollte man schon verstehen, worum es da geht. Okay. Ja. Naja, also bleibt spannend. Es gibt auch auf jeden Fall noch Plätze. Geht unbedingt ins Kino. Ja, definitiv. Das ist ja so ziemlich der erste Lackmustest von den Kinos auch, um zu sehen, ob sie wieder Top-Filme bringen können. Also wenn euch irgendwas an Kinos liegt, ja, dann geht mal in diesen Top-Film rein, dann werden auch demnächst wieder andere Top-Filme laufen. Und wir haben jetzt die Chance. Geht unbedingt ins Kino. Wir haben jetzt die Chance, genauso wie beim Fußball, was man ja auch gut sieht, dadurch, dass wir die ersten waren mit einem gescheiten Konzept, sind jetzt die Mannschaften doch relativ gut durchgestartet und die anderen orientieren sich so ein bisschen an uns. Also wenn es natürlich jetzt hier bei uns gut läuft, ne, dann könnte das Schule machen, ja. Also, geht mal rein in Tenet. Ich glaube, das wird keiner bereuen. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen selber. Ich habe nur mal eine Indikation gehört von welchen, die das schon in der Pressevorführung hatten, die aber eigentlich noch nicht drüber reden dürfen. Deswegen sage ich mal jetzt keinen Namen, aber ich habe nur gehört, wow, so saugeil. Mehr habe ich nicht gehört. Wie lange bist du im Urlaub, Erik? 2 Wochen, ne? Das möchte ich hier nicht sagen, weil nicht, dass hier jemand denkt, er kann hier mal einen Rechner mitnehmen oder so. Es ist jemand in der Wohnung übrigens, ne? Also die Wohnung ist nicht unbewacht. Ja, ja. Ich bin eine Weile weg, sagen wir so. Und plus 2 Wochen Quarantäne danach, immer wieder schön. Und in der Zeit kommt auch auf Blu-ray Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber raus. Kennst du den Film? Das ist einer der verstörendsten Filme, den ich in meiner Jugend gesehen habe. Ich möchte nicht, ich könnte vielleicht sogar den auf einige Knackse in meiner Psyche zurückführen. das ist sowas von abgefahren. Also da ist irgendwie alles drin. Ich lese mal hier die Geschichte vor. Für den derben Gangster Albert Speaker, gespielt von Michael Gambon, gibt es nichts Besseres, als vor seinen Komplizen allabendlich in seinem Restaurant Le Hollandaise den Gourmet mit dem feinen Gaumen heraushängen zu lassen, der Stil schätzt. Die Selbstdarstellung hat aber nur wenig mit der Realität des Mannes zu tun, der gegenüber seiner Frau Georgina, gespielt von Helen Mirren, keinen Anstand kennt und immer wieder als pöbelnder Proll im schönen Zwirn in Erscheinung tritt. Georgina findet in der leidenschaftlichen Affäre zu Michael, einem regelmäßigen Gast im Hollandaise, ein Fluchtpunkt. Allerdings bleibt ihr Verhältnis nicht unbemerkt, sodass Albert alle Hebel in Bewegung setzt, um Michael in seine Finger zu bekommen. Er will, dass der Nebenbuhler getötet wird
und er droht, ihn anschließend zu verspeisen. Georgina und Michael können vorerst entkommen, aber Albert lässt nicht locker. Das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung von diesem extrem abgefahrenen Film. Also das ist wirklich... Also wer ein bisschen was mit Kino und Film und sonst was, sollte den schon mal gesehen haben. Der läuft manchmal sogar auf Arte tatsächlich, weil das doch ein bisschen sehr auch die kunstvolle Inszenierung ist. Und jetzt kommt er hier wieder raus, remastered und limitiertes Mediabook und hast du nicht gesehen. Ja, FSK 18 natürlich, weil da sind einige heftige Szenen drin. Absolut heftig, der Film. Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Mehr läuft aber auch nicht an, ne? Mehr gibt es nicht auf Blu-ray, ja. So, okay. Oder? Was haben wir da? Wir können ja eigentlich noch in die Woche danach gucken. Ja. 31. August kommt The Hunt. Der lief ja auf Amazon Prime. Den haben wir ja auch hier besprochen gehabt als Home Sneak. Und ja, ansonsten, wir haben ja wieder mal ein bisschen News tatsächlich. News. Ja, es gibt tatsächlich News und zwar habe ich zwei Sachen. Wow. Ja. Sehr nice. Und zwar gab es einen Tweet von Olivia Wilde. Die kennen wir aus welchen Filmen, aus welchen Serien? Dr. House. Zum Beispiel. 13 aus House. Der hat Booksmart gedreht. Oder auch hier, die, wo er Booksmart gemacht hat. Und... Ja, es kam eine Meldung von Deadline Hollywood bei Twitter mit Olivia Wilde has closed a deal to direct and develop a secret Marvel film project revolving around a female character in the universe. Und aus dem Film Jetzt wird's schmutzig, kennt man sie auch. Ne? Ja, das wurde gemeldet und Olivia Wilde hat diesen Tweet zitiert und einfach nur eine kleine schwarze Spinne dazu gepostet. Darf die das? Darf die das einfach so verraten hier? Das ist doch eigentlich... Weiß ich nicht, aber drunter kommt eine Antwort vom Sony-Account, der applaudiert. Mhm. Einfach nur klatschen. Ja, weil alles, was hier Spider-Man und Spider-Woman gehört ja Sony. Deswegen wird es ja auch bei der Sony PlayStation eine offizielle oder eine limitierte Edition, nee, nicht limitiert, eine exklusive, jetzt habe ich das richtige Wort, eine exklusive Edition von diesem Avengers-Spiel geben, wo Spider-Man mit dabei ist. Ja, und nur dort und nicht bei Xbox und so. Ja, naja. Raffinieren. Also, gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall ich sag mal so, in Tür und Tor geöffnet. Natürlich ist die Hoffnung, dass es Spider-Gwen oder Spider-Woman wird oder sowas. Mal gespannt. Am Ende wird es She-Hulk, wirst du sehen. War heute auf meinem Kalenderblatt von Rocket Beans Quizduell war, wie heißt die grüne die Superheldin, die Anwältin ist oder sowas? Ja. Ja. Heute extra die Frage. Ja, bei IMDb steht nur drin, Untitled Sony/Marvel Project bei ihr. Ja. Als Director. Announced, aber ja, mal gucken. Das ist das eine. Die andere News, die finde ich auch spektakulär, weil tatsächlich jemand in Washington D.C. Sacha Baron Cohen gesehen hat. Und jetzt nochmal, und zwar in Long Beach, California, also südlich von Los Angeles. Und zwar sitzt Sacha Baron Cohen an Steuer eines so ziemlich vergilbten Pickups, ein ziemlich kaputter Pickup, und ist gekleidet als Borat. Und er fährt hinter einem Wagen her, der filmt. Was heißt gekleidet als Borat? Hat er seinen Mankini an oder wie das Ding heißt? Nee, hat er nicht, aber er hat den Anzug an, er hat die Perücke auf, er hat alles auf, er hat den Schnurrbart drauf, er sieht original aus wie Borat. Und jetzt ist die Frage, die jetzt gerade rumgeht, wird es Borat 2 geben? Obwohl er eigentlich mal gesagt hat, nee, er will keinen zweiten machen. Macht er vielleicht doch einen zweiten Borat-Film? Oder ist es nur für irgendeinen Sketch? Man weiß es nicht. Ich traue es ihm ja zu, dass der nochmal so einen Borat-Film dreht und nochmal richtig so derb auf die Kacke haut. Ah, ich weiß nicht. Also der hat eigentlich immer so zweite Teile, hat er immer vermieden.
Da wurde schon ein paar Mal, da sollte auch Ali G in the House noch einen weiteren Teil, da haben sich sogar namhafte Persönlichkeiten, Rapper und sowas, haben gesagt, ja, sie würden da gern mitmachen und so, aber selbst das hat er abgelehnt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wahrscheinlich nur irgendwas für Saturday Night Live oder so, dass er da irgendwie nochmal, aber das werden wir dann bestimmt irgendwann mal sehen, also ich glaube nicht, dass das unter dem Teppich gekehrt wird. Nee, glaube ich auch nicht, also da wird einiges, glaube ich, noch kommen. Okay, das waren deine News. Das waren meine brandheißen News. Was hast du für News? Spannende Sachen. Ich habe keine News. Ach, du hast gar keine News? Nö, ich habe keine News. Doch, na, warte mal, doch, ich hatte doch was. Was habe ich euch weitergeleitet heute? Wo die Kate gesagt hat, das ist was. Achso, das war das mit dem Mord im. Hier, Tod auf dem Nil, ja. Ja. Genau. Jo, das war meine News. Dann ja, gehen wir weiter zu den Serien oder eine Serie. Hatte ich eigentlich über die schon geredet? Ja, nee. Ja. Ja? Nein. Mit mir privat, aber ja. Achso. Serien. Dann möchte ich hier mal ganz offiziell die Serie Gangs of London empfehlen, die man momentan auf Sky gucken kann, die auch von Sky mit produziert ist. Genauso wie Das Boot oder so, ne? Also eine Eigenproduktion. Wow, Gangs of London. Also, hast du schon mal reingeguckt irgendwie? Nee, ne? Nicht geschafft, oder? Nee, noch nicht. Dann muss ich dir die erste Szene spoilern. Also die, ja, danke. Ja, das musst du jetzt ertragen. Also die erste Szene, die Kamera macht auf und wir sehen, die Skyline von London steht auf dem Kopf. Also es ist Nacht und die Skyline steht auf dem Kopf und es passiert erstmal gar nichts. Sodass ich gedacht habe, oh, stimmt hier irgendwas nicht hier mit dem Sky-Dings hier, Player da irgendwie? Und dann passiert erstmal gar nichts und man hört auch nichts. Und irgendwann hört man dann doch endlich mal was und die Kamera fängt langsam an sich zu drehen und wir sehen, ah okay, da ist quasi ein Typ, der kopfüber an der Seite von einem Wolkenkratzer hängt, der quasi auf die Skyline da guckt und wir gucken quasi durch dem seine Augen und sehen halt alles verkehrt rum. Und ja, da ist noch ein anderer Typ mit auf dem Dach, der mit dem hat er so ein bisschen einen Beef und mehr will ich jetzt mal nicht erzählen dazu. Aber allein dieses Visuelle ist ja häufig so, wir gucken ja viele Serien und da ist es ja häufig so, wo man denkt so nach der ersten Folge, ja puh, was will mir die Serie jetzt eigentlich sagen, wo soll das jetzt hingehen, das hat mich jetzt null gereizt, soll ich jetzt noch eine Folge gucken oder was ist denn jetzt, irgendwie so nicht Fisch noch Fleisch hier, weder Fisch noch Fleisch, ne? Und hier ist es so, boah, die hat mich von Anfang an reingesaugt, ja, die erste Szene, wupp, ich war drin. Ich habe gedacht, boah, wie geil ist das, wie gut ist das gefilmt, wie gut ist es gedreht, wie gut ist das gespielt. Und wir sehen dann ein Gangster-Boss, gespielt von dem Typen, der bei Star Trek Raumschiff Enterprise hier bei TNG, der hat den Miles O'Brien gespielt. Der ist der große Pate von London und der wird am Anfang umgebracht von zwei Typen, die einen Auftrag bekommen, jemand umzubringen. Aber eigentlich sollten die, oder sie haben selber gedacht, sie sollen jemand anderes umbringen und dass sie jetzt den großen Paten von London umnieten, das hat sie selber irgendwie ein bisschen, ja, jetzt geht ihnen natürlich ganz schön die Muffe, ne? Also sie verstecken sich dann, weil sie wissen, oh scheiße, also das kann nicht gut ausgehen, ne? Wenn man hier den großen Paten umbringt. Und wir sehen dann, nachdem der weg ist, gibt es natürlich so ein Machtvakuum in der Stadt, ja, diese ganzen Gangs, die sich alle irgendwie so ein bisschen auf diese Mafia-Familie verlassen haben, auf den großen Paten, der alles gesteuert hat, den ganzen Drogenhandel, Frauen, Schwarzgeld, Erpressungen, sonst was alles, ja, sein Sohn rutscht dann irgendwie nach, aber wir sehen schon, er ist schon so von der Art her ganz, ganz anders als sein Vater und er versucht zwar durch wirklich übelste Gewaltausbrüche irgendwie ein bisschen sich Respekt zu verschaffen, aber es ist halt trotzdem noch nicht dasselbe. Und so, er versucht auch erstmal so mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sagt, ihr alle, diese ganzen Gangs hier, da gibt es Pakistanis und Kurden und was nicht alles, ja, ihr stellt jetzt erstmal euren Betrieb komplett ein, es werden hier keine Drogen mehr nach London geschafft. Es verdient hier erstmal keiner Geld. Ich möchte, dass ihr, also es läuft hier nicht so weiter wie bisher, das Geschäft, sondern ich möchte, dass ihr euch alle an der Suche beteiligt nach dem Schuldigen für den Tod meines Vaters. Und ja, das versucht er halt durchzusetzen. Dumm nur, dass sich die da viele nicht dran halten und hintenrum Geschäfte machen, was dazu führt, dass die wiederum irgendwelche Vertriebskanäle öffnen, die eigentlich jemand anders gehört haben von einer anderen Gang oder sowas und was dann auch wieder zu Kriegereien kommt.
Und die Serie ist einfach so fucking gut. Also das glaubt man gar nicht. Es ist wirklich Game of Thrones meets Sopranos, kann man fast sagen. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist irrsinnig gut gespielt. Es sind auch sehr, sehr viele Darsteller von Game of Thrones dabei. Da ist zum Beispiel die Mutter dabei, die bei Red Wedding oder so mit dabei war. Und dann noch so ein paar andere Nebenrollen. Oh, das ist einfach der absolute Wahnsinn, die Serie. Also wie die das hingekriegt haben, das so darzustellen. Der Produzent oder der Creator des Ganzen ist Gareth Evans. Sagt dir das was zufällig? Ja, sagt mir was aber. Der hat zum Beispiel The Raid gemacht, also 1 und 2. Ja, genau. Und genau solche Shootouts und also du hast hier wirklich astrein gefilmte und fotografierte Szenen drin. Boah, das haut dich einfach um. Also das, da gibt es so einen Shootout, hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt in der zweiten Folge, in so einem Trailerpark. Der geht einfach mal ewig lang. Und der ist einfach saugeil, weil der richtig gut gefilmt ist und es ist einfach absoluter Hammer. Es ist nicht wie bei sonst bei solchen Serien, wo es da mal ein bisschen Piff-Paff macht und dann ist irgendjemand tot, sondern hier geht es wirklich wie bei Heat, kann man sagen. Eine ganz lange Schießerei, die sich wirklich zieht und man weiß aber zu jedem Zeitpunkt, wo die einzelnen Personen sind, wer versteckt sich wo und man verliert da nie die Übersicht. Das wird ja auch manchmal gern gemacht, so mit Wackelkamera, dass man gar nicht mehr weiß, was Phase ist. Und hier, also einfach eine großartige Serie. Ich glaube, eine Miniserie und ich habe es auch schon fast durchgeguckt. Mir fehlen da noch irgendwie, glaube ich, die letzten zwei Folgen. Und das ist sowas von sehenswert. Also wenn die nicht gegen Ende noch völlig abkackt, also bei mir hat die 9 Punkte, definitiv. Es kann sogar sein, dass es noch auf 10 geht, wenn das Ende doch irgendwie saugeil wird, wo ich sage, wow, was haben sie denn da gemacht, ne, dann ja, werte ich das vielleicht nochmal ein bisschen auf. Aber absolut. Dann geben wir Punkte für Serien. Ich gebe jetzt mal Punkte, damit hier einfach mal die Leute wissen, was hier Phase ist, dass man das gucken muss. Ja, also. Ich wollte nur mal nachfragen, ja. Also wer Sky hat, du hast ja Sky und du hast ja alles schon durchgespielt, außer der Serie, dann guck hier mal rein. Okay. Ich glaube, wenn du die erste Folge, wenn du da den Anfang guckst, dann hast du schon mal so ungefähr eine Vorstellung. Ist halt teilweise wirklich saubrutal, wie The Raid. Also da passieren übelste Dinger. Ansonsten Sex, Gewalt und gute Laune. Ja, das klingt nach einem Konzept. Gangs of London, also von mir 9 Punkte. Und ein was, aber da habe ich erstmal nur den Trailer gesehen, sieht aber gut aus. Bei Netflix gibt es eine neue Serie seit gestern, die heißt Highscore und da geht es um Computerspielhistorie. Und ja, sieht, also der Trailer sah sau cool aus. Die scheinen da richtig Wert drauf gelegt zu haben und man sieht auch, die sprechen die richtigen Themen an in dem Trailer schon. Computer, stopp. Das hat gerade meine Alexa gestartet hier, weil das ist der ihr Codewort. Ja, kann ich also empfehlen. Also noch Computer, nicht, öffne die Haustüre. Nee, ich habe Koffer auf. So, dann bin ich gespannt auf dein Rätsel. Rätselecke. Ich trinke erstmal einen Schluck Eier an. Ja, trink mal einen Schluck deutsches Wasser. Ich sage ja. Zu deutschem Wasser. Nee, Ayran. Och, das ist aber jetzt enttäuschend. Weißt du, wo der herkommt? Aus Bad Schwalbach. Ja, von Harald Schmidt. Aus Bad Schwalbach. Aus der Schwälbchenmolkerei. Ich dachte, das ist hier ein türkisches Produkt. Nix war's. Nix war's. Aber nur schwäbischer Ayran. Bad Schwalbach. 65307. Okay. Um auf mein Rätsel zu kommen, bevor du dich jetzt noch mehr über deinen Ayran aufregst. Back to topic. Und zwar. Ich verbinde das gleich mit meinem Musiktipp, weil mein Musiktipp heute Bonnie Tyler, ich ist hab's Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Deadpool. Ja, nein. Ah, schade, ich habe gedacht, ich hab's gelöst. Nee, du hast keine Ahnung. Also, Total Eclipse of the Heart, weil kommt auch in unserem Stage-Mother-Film am Ende und fand ich eine coole Nummer, fand ich cool gemacht, hat mir irgendwie gefallen und ich mag den Song sowieso. Auch aus dem Musical hier, Tanz der Vampire. Die Umtextung oder was sich was auf Deutsch auch so. Aber ist ganz cool. Und Total Eclipse of the Heart, dieser Song kam schon in einigen Filmen vor. Oh ja. Und ich suche jetzt tatsächlich einen davon und würde dir, weil wir es lange nicht so gemacht haben, würde dir wieder Schauspieler nennen, um mal rauszufinden, ob du rausfindest, welcher Film das ist. Okay, schieß mal los. Ich schieß los, okay. Piu!
Piu. Okay, Sarah Tanaka. Nie gehört. Sarah Tanaka. Ist die verwandt mit dem Wrestler? Der hieß Tatanka. Ach so, stimmt. Eric Tatanka Späte. Die Spitting Patrick Snake. Spitting Snake. Ja, ich weiß. Patrick Fischler. Nie gehört. Artie Lange. Artie Lang. Matt Walsh. Warte mal, ja, Matt Walsh, warte mal. Shaw William Scott. Oh, okay, warte mal, jetzt kommen wir mal her. Also Sean William Scott, okay. War das vielleicht Road Trip? Nein. War das vielleicht American Pie, einer der Filme? Nein. Wo hat denn Sean William Scott? Hey Mann, wo ist mein Auto? Nein. Kannst du mal aufhören, IMDb zu befragen? Ich habe keine IMDb, das versuche ich gerade aus dem Kopf, mir Sean William Scott Filme. Ah, der hat auch lange nichts mehr gemacht, fällt mir gerade auf, ne? So, das gab mal eine Zeit, da hat er in jedem Film mitgespielt, in jedem lustigen Film. Und ja. Irgendwie macht er okay, gar nichts. Okay, es geht weiter, Achtung. Okay, warte. Elijah Cuthbert. Den habe ich noch nie gehört. Ach, Elisa Cuthbert. Ah, okay, jetzt weiß ich, dass die Cuthbert, hat, ja, so kann man sie auch ausdrücken. Ja, die hat hier Cuthbert. bei der Serie da mitgespielt. Aber Serie nicht, ne? Also du redest vom Film. Ich rede von einem Film. Wo hat die. Weiter geht's. Craig Kilborn. Den kenne ich jetzt wieder nicht. Perry Reeves. Kenne ich auch nicht. Lea Remini. Die kenne ich. Die kennst du, das ist die von King of Queens. Ja, ja. Wo hat die mit Sean William Scott? Ist es ein Ensemble-Film? Oder nein. Ist das also ist das irgendwie unter ferner Liefen dann? Also gibt ja so Filme, wo dann so 1000 Leute mit Cameos auftreten wie Brett Aborté oder sowas. Nein. Okay. Juliette Lewis. Juliette Lewis und Sean William Scott in einem Film. Ellen Pompeo. Das ist die von Grey's Anatomy. Die kenne ich nicht. Ah, wenn du sie siehst, kennst du sie bestimmt. Stimmt. Okay, dann kommt noch Jeremy Piven. Jeremy Piven von Entourage, der einen Eli gespielt hat. Jetzt lass mal überlegen, wo hat er mitgespielt? Also da habe ich doch... Hä? Wo hat Jeremy Piven mitgespielt? Sind wir jetzt schon bei den Top-Ranked oder... Jetzt kommen noch die Top 3, kommen jetzt. Auf Platz 3 wäre... Also hat Sean Williams... Vince Vaughn. Also hat Sean William Scott ja eher nur so eine absolute Nebenrolle da in dem Film offensichtlich. Vince Vaughn? Na, Vince Vaughn, Oldschool vielleicht oder Dings hier. Ach, jetzt weiß ich's. Ich weiß es. Dodgeball? Du hast gerade schon gesagt. Oldschool. Oldschool. Das wäre jetzt noch Will Ferrell. Nacktflitzen! Nacktflitzen! Ja, wir gehen alle. Wir sind alle Nacktflitzen. Wer wir? Aus dem Jahr 2003. Unfassbar. Und du kannst sofort noch ein Zitat raushauen. Das heißt, du hast ihn auf jeden Fall gesehen. Ich liebe den Film. Er ist so super. Und wie heißt der Hauptdarsteller? Lies mal den noch vor. Luke Wilson, ne? Luke Wilson, ja. Ja, Luke Wilson. Ich finde es so schade, dass er zu wenig Rollen bekommt. Der hat ja auch bei Drei Engel für Charlie mitgespielt. Da spielt er den einen, der immer so ganz, ganz lieb, die eine Cameron Diaz anruft, ne, wo sie sagt, ach, endlich ein ordentlicher Kerl und so. Ja, ich mag den total und der hat zu wenig Rollen, schade. Und Sean William Scott, jetzt kann ich ja mal googeln. Warte mal, Sean William Scott bei IMDb. ist ein super Film, ey, echt ein super Film. Den hatten wir damals sogar in der Sneak. Ihr auch, zufällig? War, da war ich noch nicht in der Sneak, keine Ahnung. Das war, glaube ich, bei uns eine der coolsten Sneaks. Also ich glaube, die hat auch... Was hat denn Sean William Scott? Ach, der hat bei Little Webman in der Serie spielt er mit. Guck mal. Die habe ich dann irgendwann aufgehört zu gucken, weil die mir so... Bei Super Troopers 2 hat er noch mitgespielt. Der hatten wir in der Sneak. Aber sonst, ja. Der aktuellste ist von 2019, hat er einen Film, der heißt Already Gone. Aber der sieht eher tragisch aus. Da hat er einen Bart. Aha. Okay, ja, Oldschool, cooler Film. Aber fast genauso cool wie auch Road Trip. Oder beide sind eigentlich sehr cool, finde ich. Definitiv, ja. Wobei bei Road Trip ist so eine eklige Szene drin mit dem Pancake. Die fand ich
Also der Rest des Films ist eigentlich gut. Ich merke nur die... Roadtrip war sehr cool, ja. Habe ich auch geliebt. Ja, vor allem, da war der eine Typ dabei, der früher bei MTV immer diese... Der hat auch bei Triangle für Charlie mitgespielt. Siehst du mal, der dann die Spinne hüten sollte. So, ja, die Spinne. Ja. Adam Green? Ja, Adam Green. Ich bin, und war da so, und ich habe einfach so im Gesicht hat. Na. Und da hat er den Chad gespielt bei Drei Engel für Charlie mit dem kleinen Boot. Der Chad. Ey, das war echt schon eine coole Besetzung damals. Aber kann sein, dass es heute vielleicht auch genauso viele coole Leute gibt, die wir vielleicht alle nicht mehr kennen, diese ganzen popkulturellen Top-Referenzen, die gerade irgendwo dabei sind. Wer weiß. Aber auf jeden Fall ein schönes Rätsel hier. Ich hatte auch noch eins für dich, falls du eins haben willst. Nee, bevor du jetzt auch nicht mehr. Bevor wir nächstes Urlaub. Mal dann. Okay, nächstes Mal. Ne? Ich hätte ein kurzes. Aber gut. Was, du hast einen kurzen? Ich hätte, ja, das auch, aber ich hätte auch ein kurzes Rätsel. Okay. Gut, dass wir da mal kurz drüber gesprochen haben. Und zwar, was hat es mit dem Film Merry Go Round auf sich? Hä? Merry Go Round. Geht es darum, dass irgendwie Mary dick wird? Nein. Ich gebe dir 5 Möglichkeiten, da löse ich auf. Also 1. Okay. Ach so, ich dachte, du gibst mir jetzt 5 Möglichkeiten. Nee. Also, noch 5 Antwortmöglichkeiten. Okay. Komm, damit es kurz wird. Ja, los. Ich gebe dir einen Tipp, es handelt sich um was Top-Aktuelles. Mary Go Round. Mary Go Round? Ist es vielleicht falsch ausgesprochen? Nein. 2. Es ist ein top-aktueller Film. Merry-Go-Round. Über den wir top-aktueller Film. In dieser aktuellen Sendung sogar schon geredet haben. Ist das irgendein Liebesfilm? Nein. 3. Ach du Scheiße. Hat's was mit Sex zu tun? Nein, 4. Es ist ein Palindrom. Hey Liebling, heute Abend mal wieder Merry-Go-Round. Ja, Schatz. Achtung, jetzt Fremdwort. Es ist ein Palindrom. Alter. Sagst du einem Mathelehrer, es ist ein Palindrom. Eine Chance hast du noch, dann löse ich auf. Es ist vielleicht... Es hat es irgendeine andere Bedeutung, als es eigentlich ist. Ja. Sowas wie, ja. Boah, langweilig. Nein. Okay, jetzt löse ich auf. Es handelt sich um den Arbeitstitel und den Versandtitel der Harddisks für den Film Tenet. Das ist der Codename für Tenet, wenn er also versandt worden ist, weil der lag ja jetzt eine Weile rum und musste ja dann irgendwie auf Nummer sicher liegen und der hat den Codenamen Merry-Go-Round bekommen. Okay, alles klar. Deswegen, ich musste das heute stellen, weißt du? Sonst in zwei Dank, Wochen kräht er keinen Hahn mehr danach. Mhm. Okay, cool. Dann, was hast du denn? Das war schon so mega Rätsel, Erik. Ich muss immer so geil. Geil. Naja, das war jetzt eher so wegen der heutigen Folge. Ich habe noch bessere, noch besser. Was hast du denn heute für einen Musiktipp? Music. Lieber Erik, hast du mir diese Frage gerade wirklich gestellt? Ja, kannst du ja nochmal sagen. Ich sehe es ja hier, was du hast, und ich weiß es ja auch. Aber lieber Hörer, vor 5 Minuten habe ich gesagt, ich leite das heutige Rätsel mit meinem Musiktipp ein. Wir haben ja Kapitelmarken, ja? Und bei den Kapitelmarken ist es ja so, dass manche vielleicht jetzt sagen, ach, dieser ganze Filmscheiß interessiert mich nicht, aber was die für Musik raussuchen, das höre ich mir gerne an. Meine Damen und Herren, Sie hören, wie Erik sich rausredet. Ganz gewaltig. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, immer noch. Hat sich nicht geändert. Gay. Ja, ich habe von Player One Rockstar. So. Und okay, jetzt packe ich erstmal deins hier drauf. So, meins ist nämlich schon auf der Playlist. So, dann könnt ihr auf Spotify, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auf Spotify einfach mal die Kinocast-Songs-Playlist abonnieren. Dann habt ihr wenigstens noch ein bisschen Musik, wenn es schon keine Sendungen gibt jetzt in den nächsten Wochen. Und ja, dann sind wir eigentlich für heute soweit durch. Vielen Dank an alle,
Patreon-Fans und Spender, die da immer regelmäßig irgendwie 1 oder 2 oder 3 oder 5 oder 10 oder 100 oder 100.000 Euro bei uns abwerfen. Danke dafür, das unterstützt die Serverkosten. Wenn ihr auch Spender werden möchtet und auch die Möglichkeit bekommen möchtet, dann auch zum Beispiel mal direkt Fragen zu stellen über die Patreon-Seite, dann geht einfach auf kinocast.net und da gibt es oben so einen Button, der heißt irgendwie Danke für die Unterstützung. Und da findet ihr diverse Möglichkeiten von Direktspenden, Auphonic kann man uns Guthaben spenden. Auphonic mit der Software machen wir hier den Podcast ein bisschen klangvoller und machen da die Kapitelmarken rein und sowas. Ja, oder natürlich eben auch über Patreon, wo man sagen kann, ach, ich höre den Kinocast regelmäßig und da werfe ich doch einfach mal jeden Monat 1 Euro oder 2 Euro. Das ist ja, das tut ja jetzt kaum, 100 Euro. Kaum jemand. Ja, gut, das vielleicht schon eher, ne? Aber ich sage mal so 1, 2 Euro kann man schon mal über den Zaun werfen. Danke dafür und ja, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Wir sollen die Hörer, Kate hat gesagt, die Hörer sollen wir grüßen, also nicht die Hörerin. Grüßt die Hörer von mir. Also, ich nehme mal an, wir sollen alle grüßen. Schöne Grüße von der Kate, die wird bestimmt auch bald wieder da sein, vielleicht sogar dann, wenn ich auch aus dem Urlaub wieder da bin. Irgendwann im Oktober dann, ne? Oh, dann bin ich aber lange weg. Alles klar. Du hast gesagt, eine Weile. Ich habe jetzt halt gerechnet, weißt du, wenn du 4 Wochen in Urlaub gehst, dann noch 2 Wochen Quarantäne, ist gleich Oktober. Naja, so lange nicht Quarantäne, glaube ich. Ich versuche ja zu vermeiden, das in Risikogebiete zu reisen. Bis jetzt ist ja kein Risikogebiet, wo ich reise. Aber ich beobachte zur Sicherheit. Ja, ja. Dann macht's euch, gehabt euch wohl. Bleibt alle gesund. Du auch, Chris, ne? Bis dann. Ja, ihr auch. Schönen Urlaub, Erik. Ja, danke. Tschüss. Und haut rein. Bis bald. Wohin? Reinhauen. Ja. Aber Erik? Ja? Erik, spiel nochmal Ja, Ja, Ding Dong. Ding Dongs! Sehr geil. Weißt du, was ich hier gerade trinke? Morok, ich habe keine Ahnung, vielleicht einen Kaffee oder. Ayran natürlich, Ayran. Oder dein Urin oder ich weiß es nicht. Eigen-Ayran trinke ich. Eigen-Ayran? Nee. Hast du dich gemolken, ja? Nee, Ayran. Ist echt das Beste bei der Hitze, sag ich dir. Ayran? Weil da ist viel Salz drin und so, was du ja so rausschwitzt über den Tag und so. Ist echt das Beste. Ayran kann ich empfehlen. Schön kühl. Bis bald im Kinocast.